Ich weiß noch, als ich mit Waldi da diese zwei Folgen aufgenommen habe, ne, da war es ja auch so, dass wir, dass ich einmal einfach mal nachts unterwegs war, ne? Da habe ich zu ihm auch gesagt, du, bau einfach weiter. Ja, klar. Weil, Wenn man jetzt nicht von Monstern bedroht ist, ist es auch kein Problem. richtig, weil bei uns spawnen eh, sollten Boah, das eigentlich sieht so keine spawnen. geil aus mit den Sternschnuppen. Monster spawnen wurde erst durch Schatzi wieder zu, mit ihren Bäumen zu der wirklich Bedrohung. Ja, aber die Bäume müssen halt dahin. Ja klar, habe ich auch kein Problem mit. Du hast spawnt jetzt halt wieder Monster, wo auch meine Das ist ja kein Lampen, Problem. wo auch meine Lampen nichts mehr dran ändern. Man kann ja indirekt Licht machen. So ein Indirektes bisschen, Licht. ja, den Wald so ein bisschen ausleuchten. Neben jedem Baum eine Fackel oder was? Ja, nee, so jetzt nicht. Aber so ähnlich. Deswegen. Wasser. Wasser. Wasser, 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 Wasser. Was ist mit Wasser? Ich springe hier ein bisschen auf Wasser rum und mir zeigt es immer dann, wenn ich runterkomme, zeigt es mir Wasser an. Hätte man richtig ein Ding rausmachen können. Wasser, 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 Wasser. Da noch einen dicken Es Bass gibt rein. auch ein Soundpack für Minecraft. Der sagt dir immer, was du plantest oder was du drauf gerade rumhüpfst. Das erinnert mich an Lego Rockway, das. Warum? Massiver Fels. Wasser. Erde. Ernsthaft? Kleiner mobiler Schleitleser. Tunnel Scout. Und so Zeugs. Ist das nicht ein bisschen nervig? Nö. Oder auch das andere. Chrome Crusher Powerbohrer. Einfach wenn du mit der Maus irgendwo stehen bleibst, weißt, dann sagt das dir, was es ist. Es ist nicht so, dass wenn du drauf gehst, dass es dann sofort losschreit, was es ist. Also wenn man mit der Maus drauf bleibt. Ach so. Wenn du dir zum Beispiel nicht sicher bist, was es ist, dann kannst du mit der Maus drauf gehen und sagt er dir, was es ist. Ah, okay. Täusche ich mich oder wird es wieder hell? Es wird schon wieder hell. Verdammt, ich habe mich irgendwo verbaut. Naja, klar, hier. Könntest du mir noch einen Gefallen tun, nebenher? Welchen denn? Mal ganz kurz die Kühe abschlachten, bis alle bis auf zwei und dann neue züchten. Boah, Früher oder ich muss das später. gerade machen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Ich bin leider gerade weit weg. Weit, weit weg. Bis Fiona von mir. Bis Fiona von mir. Blick ist jetzt nicht. Weit weg.
Greg. Ich blick das gerade echt nicht. So weit weg, so heißt das Land, wo die Prinzessin wohnt. Also die Stadt, wo sie wohnt, heißt weit weg. Hatte da der Autor keine Kreativität mehr, oder was? Ich denke mal, das sollte der Witz sein. Vor allem auch noch so ein Hollywood-Schild mit Far, Far Away. Ja, das lasse ich vorerst mal so. Naja. Wolltest du nicht Glasscheiben machen? Ich schlacht mal kurz die Kühe ab. Okay. Alle bis auf zwei. Nach den anderen zwei kann man dann regelmäßig neue züchten und dann. Immerhin brauchen wir Leder hin und wieder mal. Und euch da. Das ist warm. Und durch dein Feuerschwert hast einen Vorteil. Du musst nicht in den Ofen legen. Das ist, du hast auch Feuer an deinem Schwert oder nicht? Ja, ich weiß, ich bin aber weit, weit weg. Wie gesagt, bis hier und von hier. So, dann lasse ich das so. Dann mache ich noch einen weiter rein. Okay. Weißt du, wie man Tinker-Sachen macht? Meinst du jetzt Werkzeug und so? Aha. Nö. Scheiße, weil ich bräuchte eine Schaufel. Ich wollte eigentlich Waldi mal fragen, ob er es mir mal zeigt. Aber wir können ja auch googeln eigentlich. Googeln sollte man auch, weil ich hab's mir schon, ich hab's schon mal angeschaut, beziehungsweise ich hab's probiert und hab gesagt, nee, das ging gar nicht. Obwohl, wir haben ja noch das Tinkerbuch, wir können direkt hier nachgucken. Also, ich hab kein Tinkerbuch mehr. Das liegt, ja, in der Dings liegt bestimmt noch irgendwo eins. In der Lagerhalle. Lagerhalle. Was machst du eigentlich jetzt gerade? Oh ne, du bist keine Kühe mehr am Schlachten. Boah, jetzt ist Minecraft wieder hängen geblieben. Bitte schwör's, spiel nicht ab. Ja, gut. Mal gucken. Mein
Kofferverbraucher permanent 65% des zugewiesenen Rahmens. Okay, also in den Goldöfen unten sind jetzt die das Sand drin. So. Okay, ah, Sand hast du gesammelt. Ja. Sehr schön. Und zwar 7 Stacks, wenn ich mich nicht erzählt habe. 7 Stacks, du hast den ganzen Sand her. Schatzi. Komm mal her. Ja, bitte. Komm mal her. Hm? Schau mal darüber ins Wasser. Oh. Ich hab das halbe Wasser umgegraben. Ja, okay, gut, da ist noch viel zu holen. Ich mach eh bald jetzt mal Tränke, mit denen man auch unter Wasser atmen kann. Hübsch. Ja, ist nur nicht final, ich guck mal. Also so ganz zufrieden bin ich auch noch nicht damit. Das als Boden aus. Doch, das sieht anständig aus mit dem Wagen. Ja. Auch geil. Wir haben auf jeder Etage einen neuen Boden. Ja, also ich würde ab hier oben würde ich schon Eich Fichtenholz lassen. Ja, ich wäre also. Ich meine, wir sollten schon bei einem Stil bleiben. Ja, ich sag's mal so: im Turm sieht's eh keiner. Ja, doch ich. Und mir stört das. Mach da lieber Fischchen, bitte. Toll, jetzt habe ich alles in Bretter umgewandelt. Ja, die werden wir irgendwo schon noch gebrauchen. So. Eine vernünftige Fackelanordnung. Ja, das kannst du bald nicht mehr, ne? Ja, aber solange ich es noch kann, mach ich es auch. Fichtenholz. Boden, hast du gesagt. Ja. Ich glaube, dafür musst du noch Fichten sammeln. Nö. Ich glaube nicht, dass... Oh, bin ich dämlich. Wirklich? Ja, wirklich. Wer statt Zäune Treppen baut, ist dämlich. Ich habe hier 20 Fichten, 20 Fichten, Dinger, wenn du brauchst. Fichtenzaune. Ja, ich habe jetzt schon. Du! Ich? Ja, du hast das Holz falsch angeordnet. Wie, das Holz falsch angeordnet? In die eine Truhe kommen nur Stämme und in die andere Truhe kommen, in die eine Truhe kommen Dinger und in die andere Truhe kommen halt. Ja,
das eine mit da. Schade, dass man Fackeln immer noch nicht an Beine dran platzieren kann. Wäre ja wohl ein bisschen komisch, würde ich mal behaupten. Warum? Die Truhe müsste noch eins weiter links statt ziehen. Wo bist du gerade? Ja? Kann ich nur mal das Holz, was ich falsch gesetzt habe, kurz runterholen? Oh wei, oh wei, oh wei. Da ist aber einiges falsch gesetzt. Ja, um die Uhrzeit, das ist gleich schon zum zweiten Mal zwei. Ja stimmt, wir haben ja diesmal 2x2. Oh wei! Was machst du denn hier? Vielleicht bin ich auch einfach nur besoffen. Guck mal, pass mal auf. Zack, 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 zack. Hoch. Gib her. Aber da. Wo hab ich denn? Ich hab nur 4, kann das sein? Ich hab vielleicht nur 4. Ich lager es ja ein, der Rest, okay? Aber ich würde sagen, da hier jetzt offen ist, würde ich hier eine Tür hinmachen. Ja, und ich weiß auch schon ganz genau, wie. Wie denn? Erstmal muss ich schauen, welche Art von Tür wir wollen. Ja, bitte nichts Helles. Schwarzeichel, das wäre gut. Ich will erstmal schauen, wie die Tür aussieht. Okay? So, Akazie-Tür sieht scheiße aus. Kannst du ja auch mal platzieren.